Servus Leute, euer Vortex ist hier am Start. Und zwar habe ich heute mal für euch was Neues mitgebracht. Ein Tutorial. Ein Tutorial in C und D. Ich weiß, was ihr euch denkt. Könnte doch eigentlich gar nicht sein. Aber doch, das Tutorial will ich deswegen machen, weil mich jetzt schon ein paar Leute im Real Life gefragt haben, hey, wie sieht's aus? Wie kann ich denn besser werden in C und D? Und zwar bei C und D gibt es ein paar Faustregeln, die muss man beachten. Und dann geht das eigentlich schon ganz gut von der Hand. So. Die FAD. Ja, ich habe es jetzt einfach mal nur als Beispiel genommen, weil es eigentlich eine solide Waffe ist. Von allen ein bisschen und ein großes Magazin, mir gefällt sie. Aber jetzt erstmal weg von der Waffe und direkt zu euch. Ja, ihr müsst erstmal schauen beim Klassensetup, was seid ihr für ein Spieler? Seid ihr eher der Spieler, der viel rusht? Oder doch eher der Spieler, wo campt? Das ist ein wichtiger Aspekt bei der Klassenerstellung. Und zwar, wir gehen jetzt einfach mal von dem Beispiel aus, ihr seid ein Camper. Nehmt es nicht als Beleidigung, ich sag's jetzt einfach so. Ich könnte auch ein taktischer Warter, könnte ich jetzt auch sagen, aber ihr seid ein Camper. Dann müsst ihr eure Klasse so abstimmen, dass ihr aufs Campen passt. Wie zum Beispiel hier, ich nehme ein Sturmgewehr mit guter Reichweite, hau mir einen Griff nochmal für die Präzision drauf, damit mir die Waffe nicht verzieht, wenn ich über Entfernung jemand abschieße. Und den Schalldämpfer so als kleines Gimmick, damit ein Rusher nicht direkt weiß, wo ich bin. Sekundärwaffe braucht man nicht unbedingt, kann man reintun. Ist immer ganz schön, wenn man mal, wenn das Magazin leer ist und man hat noch ein paar Schuss nebendran. Kann man machen, muss man aber nicht. Man könnte auch wieder dafür dann ein Extra benutzen. Dann kommen wir mal zur Primärausrüstung. Ja, die Primärausrüstung ist natürlich auch eine extrem wichtige Sache beim Campen. Allgemein bei jeder Klassenerstellung, aber die Primärausrüstung sollte beim Campen aus der USBV und aus dem Bewegungsmelder bestehen, weil ich sag das jetzt einfach mal so direkt, es ist wichtig, ihr seid ein Camper, ihr wollt, dass hinter euch keine Feinde kommen und euch abschießen, ihr wollt ja einen Killstreak erreichen, deswegen braucht ihr von hinten Deckung. Deswegen schnappt ihr euch das USBV und schmeißt es an den richtigen Platz, das zeige ich dann nachher noch, wie man die am besten platziert. Und dann noch ein Bewegungsmelder, damit ihr einfach wisst, wann wer kommt. Dann zu den Extras. Da gibt es auch eine ganz wichtige Sache. Und zwar, ihr seid ein Camper und Ghost ist relativ, ja, stark besiedelt von Leuten, die LMGs mit Thermalvisieren spielen. Und ich stehe eigentlich nicht so drauf, von einem Thermalvisier-Spieler umgeklatscht zu werden. Deswegen habe ich Inkognito drauf. Da sieht man meinen Namen nicht, da ist keine Zielsysteme, was mich da erkennt und kein Thermalzielfernrohr. Deswegen ist Inkognito dann eine feine Sache beim Campen. Dann den Aussteiger natürlich, um nicht von den Satcoms gesehen zu werden. Denn viele Leute erreichen in COD Ghosts keine hohen Killstreaks und deswegen steigen sie um auf die Satcom. Vollgeladen nur aus einem Grund. Ich könnte auch Plünderer nehmen, aber ist nicht so vom Vorteil, weil mit vollgeladen starte ich mit sehr viel Munition und muss dazu nicht aufs Schlachtfeld gehen, um mir irgendwie ein Plünderer-Päckchen zu holen. Natürlich, wenn ihr auf die Moab wollt, dann, beziehungsweise hier in dem Spiel auf dem Campschlag, dann müsst ihr Plünderer mitnehmen, weil eventuell in manchen Situationen reicht dann die Munition nicht ganz aus. Kommt aber auch auf eure Präzision an. Angriffspaket, ebenfalls eine sehr, sehr wichtige Sache. Ihr spielt. Entweder wenn ihr wisst, ihr könnt was, ihr schafft was, dann nehmt ihr das Angriffspaket. Und gesteht's euch selber ein, wenn ihr zu schlecht dafür seid, nehmt das Unterstützungspaket, bitte. Ihr tut eurem Team nur was Gutes, ihr tut euren EPs, die ihr bekommt, nur was Gutes. Es ist für jeden was. Aber egal, wir gehen jetzt einfach mal von dem Punkt aus, ihr erreicht was. Dann nehmt ihr euch als Camper Sachen mit, in die ihr nicht selber einsteigen müsst. Könnt ihr natürlich auch machen, so als Endkillstreak. Könnten wir jetzt auch die Vulture-Drohne als Helipilot nehmen. Jedem seine Sache. Also ich finde, wenn ich camp, dann will ich Deckung. Deswegen erstmal das IMS, das können wir dann noch an Platz platzieren. Müssen wir halt vorsichtig sein, dass wir nicht währenddessen sterben. Und das Geschütz können wir auch wunderbar aufstellen. Das gibt dann auch noch ein paar extra Kills. Vulture-Drohne, ja, die ist ein bisschen suspekt in dem Spiel, weil sie nicht so wirklich weiß, was sie machen soll. Ihr könnt natürlich auch die Griffin, ist für einen 10er Killstreak eine echt starke Killstreak. Ihr könnt eigentlich so den End-Killstreak könnt ihr machen, was ihr wollt. Aber ich habe es jetzt mal so aufgebaut, weil es doch 5, 7, 9 sind nicht so große Sprünge. Da kann man dann doch schon mal echt was erreichen.
Dann hier, für alle Rusher unter uns, natürlich brauchen wir da eine MP. Stark, schnell feuernd und relativ präzise, wenn es geht. Deswegen habe ich mir die K7 mitgenommen. Sie hat einen integrierten Schalldämpfer, das heißt, ich spare mir schon mal einen Aufsatz, wovon ich extrem der Fan bin, beziehungsweise ich kann mir noch mal einen Aufsatz mehr drauf packen. Und die K7 ist eine echt solide Waffe. Bei der K7, ja, die K7 feuert relativ schnell und hat manchmal ein paar Rückstoßprobleme, sagen wir es mal so. Deswegen den Griff für den reduzierten Rückstoß und Magazinerweiterung einfach, weil ich beim Rushen nicht so wirklich viel nachladen möchte. Und das sich auch in meinen Extras widerspiegelt, aber dazu kommen wir gleich. Dann sekundär habe ich jetzt mal keine dabei und Taktik genauso wenig. Für mich, ich brauche es ehrlich gesagt nicht und ich nehme da lieber ein Extra mit. Dann die Semtex, wenn ich mal jemanden sehe, der mir zu weit in der Map campt, zum Verhalten als Rusher oder Camper, komme ich dann noch in einem Ingame-Video, aber jetzt erstmal sage ich so, damit ich dann mal jemanden, der in der Map drin ist, dass ich den dann rausholen kann. Dann die Extras, ja. Die habe ich jetzt auch wieder aufs Rushen abgestimmt und zwar haben wir hier einmal Vorbereitung. Die Waffe ist nach dem Sprint schneller bereit. Na klar, als Rusher, man sprintet viel und man hat manchmal auch direkte Konfrontation. Da braucht man die Waffe dann relativ schnell bereit und schnell zielen da jetzt reinzuhauen, da würden mir drei wichtige Punkte verloren gehen und die möchte ich eigentlich nicht einbüßen. Dann Beweglichkeit, schnelleres Bewegungstempo. Klar, erklärt sich von selber. Marathon unbegrenztes Sprinten erklärt sich auch von selber. Ich meine, ich will da nicht ewig lange um die Map laufen, weil die Maps ja doch in Call of Duty Ghosts ziemlich groß sind. Dann haben wir die Totenstille. Man kann es nicht sagen, es ist einfach zum Überlebensfaktor geworden, dass man hier die Totenstille mitnehmen muss, weil es gibt nur noch. Es gibt zigtausend Spieler, die mit Gaming-Headset zocken. Das hat sich jetzt richtig durchgesetzt seit, sagen wir mal, seit MW. Ja, MW2. Und dann das nächste Mal war es wieder richtig effektiv in MW3 und in Ghost. Ja, Ghost ist halt jetzt wieder so, wo es dann, wo man die Schritte richtig raushört. Dann habe ich den Aussteiger noch dabei. Natürlich, ich möchte nicht von den Satcoms gesehen werden. Und ja, das war es eigentlich zu den Extras. Zum Angriffspaket. Angriffspaket, ja, habe ich wieder den Soldaten. Entschuldigung, den Soldatenpack mitgenommen. Und zwar will ich bei diesem Soldatenpack erreichen, dass ich durch die Satcom Feinde sehe auf der Map oben. Und wiederum von der Satcom dann aufbauen kann auf meine Trinity-Rakete, mit der ich dann sicherlich meine zwei Kills machen werde und damit direkt den Feind erreiche. Dazu gibt es jetzt schon nicht mehr zu sagen zu dieser Klasse. Ich schau mal, habe ich noch eine parat? Nein, sonst nur Sniper. Doch, hier habe ich noch eine. Die habe ich mal vorbereitet. Die sprechen wir mal ganz schnell durch. Und zwar ist das die SC-2010. Die finde ich ist eine echt geile Waffe, die müsst ihr mal ausprobiert haben. Mit Magazinerweiterung und Schalldämpfer, weil ich habe auf das Nachladen-Gimmick verzichtet. Und. Uiuiui, Entschuldigung. Hab dann dabei einfach nur die Splittergranate. Und das Kampfpaket habe ich noch nicht mal richtig fertig gemacht. Wir sind im offensiven Mittelfeld vertreten. Deswegen benutzen wir einmal den Hund. Springen wir über. Nee, 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 nee. So. Das ist für solide Mittelfeld ist das eine gute Abschussserie, die man auch schnell erreichen kann. Und dann habe ich natürlich nur dabei das schneller Ziel, weil ich im Mittelfeld arbeite, da geht die Action los. Da muss man dann schon mal das Ziel schnell parat haben. Nachladen habe ich verzichtet, weil ich meine Magazinerweiterung dabei habe. Dann haben wir Totenstille dabei, damit wir wieder leiser sind. Satcom natürlich, weil ich auch als offensiver Mittelspieler öfters mal an dem Rand der Map lauf und da nicht direkt entdeckt werden möchte, wenn ich so im Killstreak bin. Vollgeladen wieder dabei. Da hätten wir jetzt ehrlich gesagt Plünderer reintun können. Das war ein Fehler von mir, Entschuldigung. Aber ja, gut, jetzt ist Plünderer drin. Das ist, finde ich, meiner Meinung nach eine solide Klasse fürs. Ja, ein wichtiger Aspekt sind auch die Map-Kenntnisse und die gebe ich jetzt euch einmal. Ihr müsst die Map analysieren und wissen, wo der Punkt ist, wo alles abgeht. Das wäre bei Warhawk hier direkt in der Mitte.
Ihr wollt euch davon fernhalten, also müsst ihr außenrum laufen. Wie macht ihr das? Ihr geht immer auf der äußersten Lane, versucht so weit wie möglich aus und schaut immer in die Lücken rein, wieder in diesen Punkt, wo am meisten abgeht. Und schaut da immer mal wieder rein und holt euch da ein paar Kills, das ist sehr wichtig, und umkreist so die ganze Map. Und das macht ihr immer und immer wieder und schaut halt währenddessen in diese ganzen Lücken, was die Map bietet. Immer wieder zu diesem Punkt, wo die meiste Action ist. Versucht ihr immer wieder reinzuschauen, einen Kill zu holen und dann wieder raus aus der Lücke und ab in die, wieder auf die Lane ganz außen und geht wieder außen rum. Wir versuchen den Kontakt zu vermeiden zu den Feinden. Ich habe dazu noch ein kleines Video vorbereitet, das werde ich jetzt mal abspielen und dann könnt ihr euch das gerne anschauen. Ja, da ist dann das Video. Ich zeige euch jetzt mal, wie ihr das umsetzt. Ich spiele hier mit der K7, mit der vorhin gezeigten Rusher-Klasse. Und ihr könnt euch das ganze Spektakel mal anschauen. Ein ganz wichtiger Punkt zum Besserwerden ist auch das, wie ihr gerade eben gesehen habt, das Dropshotten. Ihr verringert damit die Trefferquote von eurem Feind um ganze 66%, weil ihr auf ein Drittel der Körpergröße eines stehenden Menschen hinuntergeht. Und deswegen seid ihr viel, viel schwerer zu treffen. Hier sieht man dann auch wieder sehr schön, was ich vorhin gemeint habe mit immer mal wieder reinschauen. Denn durch dieses Reinschauen, könnt ihr hier sehen, hole ich mir zwei schöne Kills. Komplett außer Gefahr. Der eine hat sich zwar umgedreht, na gut, aber er konnte jetzt nichts gegen mich machen. Damit aktiviere ich dann meine SATCOM und hole mir, somit baue ich dann auf zum letzten Kill für die Trinity-Rakete. Ich empfehle es euch einfach nur, geht für die Trinity-Rakete immer in Deckung. Ihr wollt euren Killstreak nicht vermasseln, also legt euch irgendwo hin. Ja, mit der Trinity sind eigentlich zwei Kills immer sicher, aber jetzt hatte ich halt das Glück, da habe ich mir gleich fünf Stück geholt. Nein, Entschuldigung, vier Stück. Ja, und dann seid ihr eigentlich schon bei eurem Hind. Und ihr könnt jetzt noch das weiterführen oder könnt euch umbringen und nochmal die Killstreaks machen. Ich habe jetzt da einfach mal weitergespielt, um euch das ganze Verhalten zu zeigen. Und falls ihr aufgepasst habt, ich habe ja vorhin die SC 2010 aufgehoben, weil wir keine Sekundär in der Klasse haben. Das ist auch immer ein wichtiger Punkt. Wenn ihr keinen Plünderer drin habt oder keine volle Munition, dann schnappen wir uns einfach ganz frech irgendwo eine Waffe, mit der wir natürlich auch gut umgehen können müssen. Weil es ist immer wichtig, wenn die Munition leer ist, dann brauchen wir eine Waffe, mit der wir weiterspielen können. Und wenn wir diese Waffe dann erst suchen, wenn die Munition leer ist, dann bringt uns das Ganze nichts, weil wir dann wahrscheinlich auf dem Weg der Suche sterben werden. Deswegen ist es wichtig, immer schön vorweg zu denken. Was könnte passieren? Was ist Möglichkeit bei der ganzen Sache? Was bei mir extrem auffällt, wenn man meiner Spielweise mal zugeschaut hat, dass ich ein agiler Spieler bin, der sehr viel vorzielt, weil es in dem Spiel extrem wichtig ist. Und was natürlich auch wichtig ist, ist Deckung zu bilden. Und diese Situation gerade eben, diese wollen wir vermeiden. Direkten Kontakt gegen Feinde. Das ist die Spieltechnik, die wir vertreten wollen. Wir wollen die Feinde von hinten bzw. von der Seite flankieren, damit die gar keine Chance erst bekommen, uns abzuschießen. Hier war auch eine Situation, da habe ich falsch gehandelt. Da bin ich nicht nach links, so wie jetzt gerade eben, in die Deckung gesprungen, sondern wollte noch unbedingt diesen Kill haben. Das sollte man sich überlegen, wenn man gerade im Killstreak ist. Ist dieser eine Kill so wichtig oder lasse ich den lieber meinen Teammate? Manchmal ist es halt einfach klüger, einfach zu sagen, ja gut, dann kriegt ihn halt mein Teammate und ich bleib dafür am Leben. Das war's dann soweit von mir, dem Vortex. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Mein kleines Tutorial, wie man hier mal besser spielt in diesem doch sehr dezent gehaltenen Spiel. Falls es euch gefallen hat, drückt doch mal den Like-Button und ein Abo wäre auch nicht schlecht. Bis zum nächsten Mal, euer Vortex. Servus.